zur Eröffnung des ZDF-Ferienprogramms. Die Sendung 1, 2 oder 3, live aus Düsseldorf von der Bundesgartenschau. Mit Anke, Benny und Wuschel, Gustav Sommer, Piero Salotti, Kotis Comica und Niki. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt, im Studio und ab zu Haus. Und auch rufen alle Kinder, Niki, Niki, auf erstmal ein Hallo an euch zu Hause. Herzlich willkommen zur Eröffnung des Ferienprogramms für Kinder im ZDF. In diesem Jahr mit einer Stunde 1, 2 oder 3 extra von der Bundesgartenschau. Hallo in Düsseldorf! Heute zum ersten Mal in der 1, 2 oder 3 Geschichte sind wir nicht im Studio Hamburg. Wir sind rausgekommen, raus zu euch, und deshalb ist heute alles ein bisschen anders als sonst. Wir haben zwar wie immer 9 Kandidaten, aber die kommen heute alle aus Nordrhein-Westfalen. Schließlich senden wir aus der Landeshauptstadt. Es gibt nicht nur 9 Fragen, sondern es gibt heute 10 Ratefragen. Eine Extrafrage für euch zu Hause, die ihr alle telefonisch beantworten könnt. Ihr dürft uns nachher live in der Sendung anrufen. Legt euch schon mal einen Schreiberling zurecht für die Telefonnummer. So, und das, was ihr da im Hintergrund seht, kommt mal. Das ist nämlich ganz typisch für Düsseldorf. Das sind die Düsseldorfer Ratschläger. Das Ratschlagen hat in Düsseldorf eine ganz lange Tradition. Früher haben sich die Kinder ihr Taschengeld ein bisschen damit aufgewässert. Da haben sie gesagt, einen Penning für einen Ratschläger. Also heute machen sie das nicht mehr, für einen Pfennig. Ich habe durchgezählt. Ich bin bis 8.773 gekommen, Zuschauer, die wir heute hier haben. Aber es sind garantiert mehr. Und unsere Ratschläger kriegen den ersten großen Applaus. Wie komme ich denn durch zu euch? Ich möchte mich nämlich ganz gern zu euch setzen. Schaffe ich das? Komme ich da rum? Ja, lasst ihr mich da durch ganz kurz? Prima. Mensch, ihr habt euch hier alle klein gewuschelt, damit ihr hier alle Platz findet. Und ihr habt hier überhaupt hier die super besten Plätze. Wart ihr besonders lange hier? Wart ihr heute Morgen schon hier? Habt ihr übernachtet? Wie kommt ihr an diese super Plätze? Wir haben bei einem Malwettbewerb gewonnen. Du hast bei einem Malwettbewerb gewonnen. Wie kommst du an den Superplatz? Ich habe auch beim Malwettbewerb gewonnen. Wie kommst du an den Superplatz? Auch bei einem Malwettbewerb gewonnen. Es winken mal alle, die bei einem Malwettbewerb gewonnen haben. Das sind unsere 100 Ehrengäste, die wir hier haben. Sie haben bei einem Malwettbewerb, den wir ausgeschrieben haben, gewonnen. Und wir wollen euch natürlich heute hier gebührend für Ehrengäste sitzen lassen. Ihr wart schon ein bisschen auf der Bundesgartenschau. Was habt ihr denn da alles gesehen? Spielplätze. Und was noch? Blumen. Ja, Blümelein. Wenn man so Bundesgartenschau hört als Kind, dann denkt man ja immer, ach, man muss mit den Eltern darüber gehen und Blümchen gucken und so. Aber das ist nicht so. Wir waren gestern ein bisschen mit unserer Kamera unterwegs und zeigen euch mal, was hier alles los ist. Da seht ihr es. Da sind die Spielplätze, die wir vorhin angesprochen haben. Das sieht traumhaft schön aus. Da kann man so richtig im Matsch und im Sand rumbuddeln. Hier seht ihr einen See, ein Windrad dreht sich. Man kann viel mit Wind machen und natürlich mit Wasser. Gummistiefel, das ist ganz angebracht, denn es gibt hier so viel zum Motschen und Matschen. Und das hier, das habe ich so ganz heimlich Seildschungel getauft. Da kann man klettern, hangeln, man kann auf dem Trampolin hoch in die Luft hinausspringen und wenn man es schafft, sich sogar die Buga, die Bundesgartenschau, von oben angucken. Da kann man hinaufklettern. Na, da muss man schon ein bisschen schwindelfrei sein. Und hier kann man Wasser nach oben drehen mit den großen Spiralen und natürlich auch mal wie Bodo Bagger spät am Baggersee baggern. Das ist die Bugabahn und die fährt nicht nur heute für 1, 2 oder 3, sondern immer übers Gelände.
Und mit ihr kommen jetzt unsere Kandidaten, denn die fehlen ja noch, unsere neuen Kandidaten. Ich hoffe, ihr begrüßt sie wie immer mit einem Riesenapplaus. Aus Köln kommen Tim, Angela, Philipp und aus Paderborn Henrike, Sibylle und die Britta. Aus Erkelenz Nicole, Dimitri und Alexandra. Die habe ich gerade geschenkt gekriegt. Toll, oder? Ja? So, herzlich willkommen bei uns. Hättet ihr euch das vorgestellt, dass so viel los ist mit so vielen Kindern? Nö. Nö. Philipp, wie gefällt euch das hier so als Hauptdarsteller? Ja, etwas. Gut. Also es wird euch noch besser gefallen, wenn sich die Aufregung ein bisschen legt. Ja. Tim, du bist einer der Sieger unseres Malwettbewerbs. Erzähl mal, worum ging es in dem Malwettbewerb? Also da, habe ich in der Prisma gelesen, malt ein Bild von Blumen oder aus der Sendung 1, 2 oder 3. Und dann habe ich also meine Mutter gefragt, ja, kann ich da mitmachen? Hatte gesagt, ja. Und dann habe ich überlegt, was ich machen sollte. Das Siegerfoto von Tim seht ihr übrigens da oben aufgezogen als Poster. Da ganz oben hängt es. Und weißt du, Tim, Künstler, große Künstler, fragt man ja immer so in einem Interview. Sagen Sie, Herr Künstler, was haben Sie sich denn eigentlich bei Ihrem Bild so gedacht? Tim, was hast du dir dabei gedacht? Eigentlich nicht so viel. Erklär mal, da sind Schachteln zu sehen mit 1, 2 oder 3 und da liegen Kerne drin. Ja, also da habe ich zu Hause gegessen, Melone und Trauben und dann habe ich, weil die so lässig sind, habe ich sie einfach da reingetan. Und dann hast du sie zum Aufziehen gestaltet, hast gesagt, das ist 1, 2 oder 3. Wo kommt ihr her, frage ich nochmal ganz schnell nach. Aus Köln, Junkersdorf. Und in welche Klasse geht ihr, beziehungsweise in welche Schule? In die Ilde van Zerwegen Schule. Gut, dann haben wir die auch gegrüßt an dieser Stelle. Jetzt komme ich zu euch. Henrike, du hast, ich muss mal schnell die Blume wechseln, du hast auch ein Bild gemalt. Das ist auch oben zu sehen, ne? Ja. Was hast du dir bei deinem Bild gedacht? Dass es auf der Bundesgartenschau viele Blumen gibt und da habe ich mir gedacht, dass das so alles mit Blumen ausgeschmückt wird und da habe ich dann diese 1 oder 3 Tafel gemalt und dann da mit Blumen alles ausgeschmückt. Und dann habe ich dich dann noch zugemalt und das ich da, hat mein Papa dann weggeschickt. Und dann kam ein Anruf und den hat mein Bruder dann, hat mich dann angerufen, weil ich war gerade weg. Und dann habe ich das gar nicht geglaubt, habe ich gedacht, der veräppelt mich. Und dann, und dann hat es geklappt? Ja. Was hast du denn dazu gesagt, Sibylle? Also ich fand das ganz toll, dass die Henrike gewonnen hat und die hat auch gleich gesagt, ich nehme Britta und dich mit. Sag mal, Sibylle, steh mal auf bitte. Sibylle, wie alt bist du? 10. Komm, sei ehrlich, wie alt bist du? 10. Das gibt's gar nicht. Wo willst denn du noch hin? Du musst ja demnächst nirgendwo mehr Eintritt zahlen. Du kannst überall über den Zaun gucken. Ich weiß noch nicht, wo ich genau hin will. Überleg's dir noch. In der Zeit gehe ich ganz schnell zu euch. Lasst ihr mich noch mal dazwischen? Jetzt dürfen wir noch sitzen, bevor es losgeht. Wo kommt ihr her? Ja, also Wir gehen in der Grundschule Keimberg zur Schule. Keimberg ist ein Stadtteil von Erkelenz und Erkelenz liegt also in der Nähe von Mönchengladbach. Und damit müsste man noch sagen, dass ihr in der Mitte aus Paderborn kommt und du hast auch ein Siegerfoto gemalt. Ja, ich... Ein Siegerbild, es ist jetzt ein Foto. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, ich... Also wir sollten das von der Schule malen, aber ich wollte nicht malen. Ich habe dann geklebt und gemalt. Es hat uns wunderschön gefallen. Euch allen, die teilgenommen haben am Malwettbewerb, herzlichen Dank. Sag mal, Dimitri, was hast du hier auf der Bundesgartenschau schon gesehen? Ja, also wir sind mit dem Zug gefahren, da hat mir sehr gut gefallen, der Volksgarten. Also das, was hier passiert ist, alles, was sich hier getan hat, bewegt hat an Erde und so, das soll die nächste Bundesgartenschau in 4 Jahren erstmal nachmachen. Moment, ist die nächste Bundesgartenschau in 4 Jahren? Irgendwas war doch mit 4 Jahren. Erste Frage an euch. Was findet alle 4 Jahre statt? 1, sind es die Olympischen Spiele?
2, ist es tatsächlich die Bundesgartenschau? Oder 3, ist es die Oscarverleihung? 1, 2 oder 3? Oder 3, letzte Chance, vorbei! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Sie kriegen alle einen Applaus von euch, ne? Zur Einstimmung. Die haben nämlich auch ein bisschen Lampenfieber. Anna, schau mal, darf ich dir das so lange geben? Ja, prima, danke schön. Die Olympischen Spiele finden tatsächlich alle 4 Jahre statt. Wisst ihr noch, wo die letzten waren? In Amerika? In welcher Stadt? Erinnert ihr euch noch? Nee. So ganz schnell helfe ich euch. Weißt du es noch? Los Angeles. Jawohl. Und die nächsten sind in Korea, in Seoul. Die Bundesgartenschau findet ab jetzt regelmäßig statt, alle 2 Jahre. Und wer kriegt denn Oscar eigentlich so? Das habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Gute Filme kriegen Oscar. Ja klar, Schauspieler kriegen Oscar. Regisseure kriegen einen Oscar. Ja, also jeder. Natürlich, oder? Wer ist denn das? Ja, wer wird das sein? Der liebe Gustav. Kennt ihr den? Ja! Wer ist das? Ja, hallo Freunde. Gehst du noch ein Stück? Also wenn wir schon keinen Sommer hier zu bieten haben, dann haben wir wenigstens einen Gustav-Sommer so ist aus das. Dem ZDF-Ferienprogramm zu bieten. Hallo Freunde. Sag mal, Gustav, ganz ehrlich. Ja? Kriegst du einen Oscar? Aber natürlich. Erstes Mal hallo Piggy. Schön, dass du in meiner Auftaktsendung vom ZDF-Ferienprogramm dabei bist. Ja, ja. Bescheiden war er ja noch nie, unser Gustav-Sommer. So ist das eben mit Stars wie mir. Sag mal, ich kenne aber noch etwas, das ist viel besser und viel wertvoller als ein Oscar. 2 Oscars. Ja, 2 Oscars sowieso, aber es gibt noch was, das ist wertvoller. Was? Ihr habt schon gerufen, was ist das? Rohrlinge? Guck, die Kinder haben es schon gesagt. Toll, wow. Weißt das du? Ist ja super. Also ich muss mir noch schwer überlegen, ob du irgendwann einen Drolling kriegst. Aber ich brauche keinen Drolling. Ich möchte heute meinen Oscar. Hast du nicht den Umschlag dabei, Biggilein? Was für ein Umschlag? Du weißt doch, den Umschlag, wo diese Gewinner drinstehen. Und dann machst du mit zitternden Händchen auf und sagst, the winner is Gustav Sommer und das ZDF-Ferienprogramm. Wow! Ach, Gustav, warte erst noch ab. Sag mal, lieber Gustav, dort... Oh, eine Hummel. Die ist sehr wichtig, nicht verscheuchen. Sag mal, lieber Gustav, dort, wo du bist, da können doch eigentlich Anke, Benny und Wuschel vom Ferienprogramm auch nicht weit sein. Das stimmt, aber ich glaube, die haben sich hier irgendwo bei diesen vielen Menschen verirrt. Die haben sich verirrt? Ja. Das gibt's nicht. Doch. Hallo, Hilfe, wir sind hier im Irrgarten. Wer sagt's denn? Das ist der Irrer, eine Hecke jagt die nächste. Hallo, das sind wir hier, wir winken doch, holt uns hier raus. Ja, wo seid ihr denn? Ja, hier im Irrgarten, das ist ja der Wahnsinn. Buschel, jetzt such doch mal den Ausgang, Mensch. Hallo, wo geht's denn hier raus? Wir wollen zu euch, Biggie. Ja, bitte kommt schnell, hallo. Ach, hoffentlich schaffen sie es. Die brauchen wir doch heute bei der Auftaktsendung des Ferienprogramms. Na eben. Die brauchen wir ganz dringend. Die sitzen noch irgendwo im Irrgarten, aber ich glaube, die schaffen es noch. Schnelle Frage an euch, bevor sie kommen. Wie nennt man einen Irrgarten noch? Wie nennt man ihn? Da gibt es einen bestimmten Namen dafür. 1, nennt man ihn Labrador. 2, Labor. Oder 3, Labyrinth. 1, 2 oder 3? Eins, zwei oder drei? Letzte Chance? Vorbei! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Bravo! Alle waren richtig. Einsame Spitze. Super! Spitzenmäßig. Labrador? Weißt du, was Labrador ist? Nee. Verrate ich dir, kein Problem. Labrador ist eine Halbinsel Nordamerikas und außerdem ein Hund gibt's auch. Und ein Labor? Wer weiß, was ein Labor ist? Da sind chemische Sachen drin. Zum Beispiel, also so der Raum, der Arbeitsraum eines Wissenschaftlers, ne? Also hier auf der Buga kann man sich eigentlich gar nicht so leicht verirren, außer natürlich im Labyrinth, im Irrgarten. Denn überall, habt ihr gesehen, stehen große Hinweisschilder, Schilder, wo es hingeht, wo man sich was anschauen kann. Und ihr habt bestimmt bei eurem Rundgang auch eine Menge Blumen gesehen, oder? Was für Blumen? Ach, weiß nicht. So viele, dass du es dir gar nicht merken konntest. Was habt ihr für Blumen gesehen? Wollte ich auch nicht mehr. Das waren irre viele. Was habt ihr hier auf der Bundesgartenschau von für Blumen gesehen? Rosen. Kornblumen. Astern. Margariten. Eine Menge.